Er ist wirklich ein Tausendsasser. Ein Leben lang war er Handwerker. Ein Schmied, der auch gerne Schreinerarbeiten macht. Mit über 80 Jahren ist er jeden Tag in seiner Werkstatt, weil auch immer wieder neue Kundenaufträge kommen. Dieter Bruns geht die Arbeit nie aus. Und vor dem Leonhardi-Fest in Hetzenbach sowieso nicht. Einer seiner Kunden ist Karl Kotz vom Leonhardi-Verein. Der lässt sich dieses Jahr einen Schafbock schmieden. Der Schafbock ist eine Erinnerung an seine Kinderzeit, eine Erinnerung an den Bauernhof der Eltern. Eiserne Tiere fürs Leonhardi-Fest in Hetzenbach. An die 3 Stunden braucht Dieter Bruns allein für den Schafbock. Dabei hätten die Eltern ihn gern in einem Büro gesehen. Nach meiner Lehre hat mir mein Vater auf Ringsburg in die Handelsschule geschickt zum Bindel. Dann bin ich da 3 Jahre drin beim Bindel gewesen. Ich bin der Schmied geblieben. Der andere, mein Kollege, der dabei war, der ist Bankdirektor geworden, hernach. Und ich bin auch wieder Handwerker und der Schmied geblieben, weil das ist einfach, das ist mein Leben. So entstehen in seiner Werkstatt in Rossbach die Viecherl für das Leonhardi-Fest. Und der Schafbock ist nur einer der Aufträge. In Hetzenbach haben die eisernen Kühe, Pferde und Schafe eine lange Tradition. Noch 1970 haben die Bauern diese Viecherl aufgestellt und so ihr Vieh ihrem Schutzpatron, dem heiligen Leonhard, anvertraut. Das ist auch heute noch so. St. Leonhard heißt auch die Wallfahrtskirche von Hetzenbach. Schon ihre Vorgängerin, eine Holzkirche, war dem Heiligen geweiht und geht auf ein Gelübde zurück. An dieser Stelle soll ein kranker Ochse geheilt worden sein, nachdem der Bauer Leonhard den Bau einer Kirche versprochen hatte. Der Hochaltar zeigt den Schutzpatron. Aber das wirklich Besondere sind die Eisentiere. Diese Votivgaben hat der Leonhardi-Verein mittlerweile hinter Glas gesetzt, weil immer mehr von ihnen Beine bekommen haben. Karl Kotz kennt ihre Geschichte. Es sind diese Tiere schon nachgewiesen seit mehreren hundert Jahren. Also ich denke mal, die Älteren davon werden schon sicher 300 Jahre und vielleicht noch älter sein. Hetzenbach, dieses kleine Dorf in der Oberpfalz, hat seine ganz eigene Leonhardi-Tradition mit ganz eigenen Geschichten. Wie die der brotteigknetenden Bäuerin, die nicht an einer Wallfahrt zu Ehren des Schutzpatrons teilnehmen wollte. Lieber, so sagte sie, mögen ihr die Hände im Brotteig verfaulen. Und so soll es dann auch gekommen sein. Die mahnende Erinnerung ist in einem Kasten ausgestellt. Davor muss Christine Weber keine Angst haben. Sie macht das Hetzenbacher Leonhardi-Brot. Also, dann nehmen wir einmal ein Mehl und dann ein Wasser. Und das wird dann so verknetet. Christine Weber ist die Mesnerin. Jedes Jahr macht sie das Leonhardi-Brot 8 Wochen vor dem Fest, denn es muss nach dem Backen noch trocknen. Nur Roggenmehl und Wasser sind die Zutaten. Ich mag es eigentlich seit mit 3, 4 Jahren haben wir unsere Großeltern schon geholfen. Meine Urgroßeltern haben es schon gemacht. Meine Eltern. Und jetzt hat mir. Und so geht's weiter. So. Etliche Kilo Mehl werden so zum Hetzenbacher Leonhardi-Brot verbacken. Einfache kleine Teigkugeln, ohne Salz, ohne Gewürz. Besonders schmackhaft sind sie gerade nicht. Ja. Und rauchhaftig. Trotzdem glauben die Hetzenbacher an ihre Wirkung und an ihre Schutzkraft. Die Säcke mit dem Leonhardi-Brot stehen dann am Vormittag des Leonhardi-Festes am Altar und werden bei der Messe von Pfarrer Ralf Heidenreich geweiht.
Der heilige Leonhard soll helfen und beschützen. Auch heute noch wird dafür am Leonhardi-Fest gebetet. Und nach dem Gottesdienst geht's ans Verteilen. Die Brotkugeln werden seit jeher dem Vieh gegeben. Haben Sie noch Viech? Ja. Was noch? Rindfleisch, Kühe, Kaverler, kleine Bummerl. Was haben wir noch? Gänse, Enten, Hühner. Der klassische Bauernhof. Ja, eine Taube, die hat es noch überlebt, die anderen hat der Geier geholt. Und die Katzen. Und die kriegen jetzt das Brot. Ja, das wird jetzt ein bisschen verteilt. Auch das Leonhardi-Brot hat in Hetzenbach eben eine lange Tradition. So war es schon immer, sagen die Leute. Genauso wie der Markt um die Kirche, wo es so gut wie alles, was man so brauchte, zu kaufen gab. Auch das ist bis heute so geblieben. Man deckt sich ein. Langt es dann für ein Jahr? Freilich, im Sommer gehe ich ein Buch fassen. Am Nachmittag ist noch mal eine Andacht. Die neuen Votivtiere werden geweiht. Karl Kotz kommt mit seiner Enkelin Marie Schreib. Sie bittet beim heiligen Leonhard für ihr Pferd. Es hat einen Bruch und jetzt ist es gerade wieder gesund. Und jetzt war die Idee, dass wir ein Pferd machen, dass es gesund bleibt. Der Schafbock findet auch seinen Platz. Genauso wie die anderen Eisenviecherln vom Schmied Dieter Bruns. Dieter Bruns ist auch gekommen. Rossbach ist nicht weit von Hetzenbach. Segne diese Votivtiere, die als Symbol für unsere Haustiere und Nutztiere stehen. Die neuen Votivtiere bleiben in der Kirche. Sie kommen zum Kirchenschatz. Zu einem bayerischen Dorf gehört eine Kirche. Und idealerweise gleich daneben ein Wirtshaus. In Hetzenbach ist das der Lindenhof. Seit 300 Jahren ist er in Familienbesitz. Weil dem Leonhardi-Fest über die Jahre die Besucher ausgingen, hatte der Wirt Engelbert Pindl 1984 eine Idee. Ja, was könnte man machen? So ein Pferdesegel probieren wir mal. Ja, und nachher haben wir gesagt, ja, bringen wir da ein paar Rosen her. So 50 oder 60 habe ich schon, weiß ich schon. In dem kleinen Dorf haben wir 50 Einwohner vielleicht. Gell? Die Hetzenbacher haben mit dem Ritt der Geschichte ihres Leonhardi-Festes ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Oh, heilige Sankt Leonhard, mir haben wir große Bild, breit deinen weiten Mantel. Das Schöne am Leonhardi-Fest, es ist für die Einheimischen und nicht für Touristen. So segne, begleite und behüte euch auf die Fürbitte Mariens und des heiligen Leonhard, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Freilich bekommen auch die Pferdeln das Leonhardi-Brot. In kleinen Tüten, in der Oberpfalz sagt man Rogel dazu, wird es verteilt. Dankeschön. Mit der Pferdesegnung beginnt der letzte Teil des offiziellen Festprogramms. Der Ritt ums Dorf bildet den Abschluss. Und da sind nicht nur Pferde dabei, sondern auch Oldtimer, alte Bulldogs. Das Leonhardi-Fest in Hetzenbach. Der ganze Tag ist dem Heiligen geweiht. Und das jedes Jahr. Immer am nächstgelegenen Sonntag zum Leonhardi-Tag, dem 6. November. Servus und mit Leonhards Hilfe bis zum nächsten Mal.